bei so vielen Bären nicht aufzufallen, ist ja echt schon eine Meisterleistung. Ja gut, dann können wir das auch direkt wieder canceln. Gut, dann beginne ich das Ganze nochmal von vorne. Ja, aus dem Hintergrund wird gesagt, mit dem Ninja-Kostüm aus dem ersten Teil wird es ganz locker funktionieren. Da wird man nämlich nicht erkannt, auch wenn man neben dem steht. Aber hier ist das ja jetzt wirklich blöd. Ja, so lustig die Bärchen uns auch gerade auslachen, so mieser ist es eigentlich gerade. Weil es gibt nicht die Möglichkeit, getarnt zu sein. Man muss sich wirklich geschickt anstellen. Dann werden wir das jetzt nochmal tun. They say that Greasy is the best mechanic of the... Weil dann stellt sich die nächste Frage. Ich wollte mich nämlich gerade langsam an den Rand pirschen. Ich habe nämlich gedacht, er bleibt in seiner Werkstatt. Und dann hätten wir uns, oder ich mich mal umschauen können. Warum redet der Typ jetzt nicht? Ach, im Übrigen, die Sonderherausforderung, also die suboptimalen, ich habe das seit dem Subwoofer nicht immer drauf. Diese Nebenmissionen, die man hier erledigen kann, sind alle zufallsgeneriert. Interessant. So, mal davon abgesehen, dass der englische Sprecher gerade mal wohl seine Stimme verloren hat. Da kam nämlich gar nichts. Wie du wahrscheinlich jetzt auch gehört hast. Ja, was ich eigentlich gerade sagen wollte, mich würde mal interessieren, wo dieser Schlüssel ist oder dieses goldene Schätzchen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was es ist. Schleichen wir uns einfach mal hier durch die Büsche. Und versuchen herauszufinden, was es ist. Naja, schleichen sieht anders aus. Ich gebe es ja zu, aber... Mit was sollen wir ihm denn erledigen? Mit seinem goldenen Schatz. Das Einzige, was hier golden ist, ist wahrscheinlich der Schlüssel. Oder ist das mit seinem Auto? Nur bei so vielen Bären, den zu erwischen, ist ja echt schwierig. Oder man geht die direkte Variante. Ups. Ja, schön, Bären. Ihr lauft ja jetzt auch alle hier entlang. So. Das wäre allerdings auch eine Möglichkeit, sie im Gebüsch zu erledigen. Allerdings müssten wir dann... Ah, nee, das ging ja auch. Stimmt. So würden die nicht auffallen. Allerdings habe ich gerade eher eine Idee. Ich hoffe, die geht. Assassine sind nicht nur besonders gut darin, sich in der Menge unterzubringen, ohne entdeckt zu werden. Nein, sie sind auch besonders flink. Und das versuche ich jetzt mal. Auch wenn ich nicht weiß, was sein Schatz ist. Und ich mich nicht damit rumärgern will, dass ich jetzt jeden einzelnen Bären immer ins Gebüsch zergel. Wo wahrscheinlich der Schrauber plötzlich rauskommt und sagt, beim letzten Bären. Nee, darauf will ich jetzt nicht ankommen. Mann, wird er da nochmal fertig mit der Kiste, der alte Schraubbär? Haha, Schraubbär. So, ich hab böse Bahnen. So, ich habe nur eine böse Vermutung, was sein Schatz ist. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. So, vielleicht ist es das. Ja. So, und ja, das war's. Beine in die Hand, Lotti. Beine in die Hand. Ja, sein goldener Schatz ist sein Auto scheinbar gewesen. Naja. Hätte man auch ein bisschen deutlicher machen können. Gut, was ist des Autoschraubers Liebling? Wohl das Auto. Aber ich finde es gerade unfair, dass die meisten hier Schusswaffen haben. Mann. Immer diese Schusswaffen. Du Affe! So, jetzt brauchen wir uns hier nicht mehr bemühen, unauffällig zu sein. Jetzt können wir mit der Kettensäge, soweit es geht, auch durchrasen. Du mit deiner blöden Fuchsschwanzsäge. Unsere ist elektrisch und viel effizienter. Vielleicht nicht umweltbewusster, aber du bist es auch nicht. Kleiner Bär! Du mit deinem Schlagprügel. Mit dem Elektroschläger. Oh, Regenschirm Otto, was? So.
Viel mehr scheint hier aber auch nicht zu sein. Ah, komm. Ah, er steht wieder. Zack. Ups, ich sollte ins Gebüsch verschwinden. Denn da kamen zwei Bären. Wobei, den coolen würde ich ja mir mal hier einverleiben wollen. Den alten Rogger oder so. In lila mit Hochwasserhosen, sehr lieb. Gut, und sag willkommen zu Rocker Naughty, yeah. Deine Freundschaft ist nun gecancelt, in zwei geschnitten. Nun muss ich auch zugeben, dass ich gerade nicht so die Lust habe, hier nochmal alles kaputt zu machen, nur für die Münzen, weil wir haben ja eh schon einige. So, und dann mache ich das hier noch kaputt. Da vorne ist noch einer. Ach, das ist auch einer, oder wie? Ich dachte, ihr seid immer Einzelgänger, nicht gruppentätig. So, Treffersäge von, Treffersäge vor allem. Von 25 haben wir jetzt auch hingelegt. Naja. Den Hauptbären haben wir erledigt und ein Tresor haben wir auch erledigt. So, wo ist denn jetzt der goldene Schlüssel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Zwar haben wir nicht besonders viel Ausdauer, aber da vorne müsste doch eigentlich jetzt noch dieser geheime Raum sein. Ach, Naughty. Coole Leute haben keine Ausdauer. Naja, das merke ich. Oh, sie sind einfach cool. Die Coolness treibt sie an. Ja, hier haben wir den Raum und keinen Schlüssel. Ich weiß nicht, ich hatte ja dem letzten Mal, glaube ich, auch nicht diesen Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, ob das das letzte Level war oder das vorletzte. Nee, vorletzte müsste es gewesen sein. Da ist mir bei der Videobeschreibung aufgefallen, dass es da scheinbar gar keinen Schlüssel gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt sich dabei um wirklich blöden Spielfehler handelt. Spielerfehler? Oder nicht, aber das wäre ja hier auch nicht so unmöglich. Denn normalerweise sind die Schlüssel hinter zerstörbaren Objekten oder liegen irgendwo offensichtlicher Natur, etwas offensichtlich zumindest, irgendwo rum. So, ich gucke jetzt noch hier hinten, ob der Schlüssel sich hier irgendwo befindet. Allerdings werden wahrscheinlich da auch nicht wirklich sonderlich tolle Sachen sein, wie ein Schlüssel. Wie ein Schlüssel, wie Vögel und Münzen und Vögel mit Münzen, Schlüsseln und so. Ja, ich sehe hier nichts. Wie gesagt, ich gebe mir jetzt auch nicht so viel Mühe, hier jetzt alles abzusuchen. Weil die Stage kennen wir ja im Grunde. Zuletzt war der Schlüssel ja hier hinten links in der Ecke, wo wir gerade den goldenen Tresor gefunden haben. Aber ganz im Ernst, hier, der Rest ist überall gleich. Der Zettel liegt da, wo die anderen Zettel auch lagen, in der Stage mit in der Runde mit Shrambles. Und diese Polka-Musik können wir auch mal hier ausschalten. Ist ja absolut grausam. Was haben wir denn hier? Das sah so merkwürdig aus, ich dachte, ich sammle... Ach, das ist eine Axt. Total versteckt im Wald. Mit Axt machen wir eine Steinbank kaputt. Mit einer Axt machen wir das. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen uns vom Acker, weil ich sehe den Schlüssel hier jetzt nirgends. Und bei den letzten paar Malen war auch nicht wirklich Sachen drin, die einen gelohnt hätten. Zumindest sieht hier das Wasser schon ein bisschen passabler aus. Und nicht so... Ach, hier haben wir auch noch so ein blödes Ding. Mal gucken, ob Naughty das jetzt hinkriegt, ohne dabei den Ofen zu zerstören. Gegenstand kaputt machen. So, dasselbe stand gerade auch da. Nur dann hat Naughty das Ding irgendwie sabotiert. So, dann haben wir das auch erledigt, oder? Ja, sehr schön. Wir können Zettel Einladungen einsammeln. Jedoch ist das gar keine Herausforderung. Also war das jetzt für die Katz, weil wir nicht mal Punkte dafür gekriegt haben. Na dann, wir haben unser Hauptziel erledigt und das ist die wichtigste Sache. Und Bereich verlassen, um deine Punkte und Münzen und Waffen und Kostüme zu sichern, natürlich.
General Sufu und machen euch den Weg frei. Schraube erledigt. 25er Treffer-Serie. Und wir haben rechne. 73.820 Punkte hierfür bekommen. Und etwas Geld. Haben die Mütze gemeistert. Das Hemd haben wir jetzt auch gemeistert. Und ja. Die Mütze, diese Brille, diese komische, diese merkwürdige, diese Psychopathenbrille auch. Ja, gut. Da wir die jetzt gemeistert haben, lege ich mir uns die hier zu. Ja. Kaufen und ausrüsten. So, was haben wir denn hier noch? Das war, glaube ich, eine der besten Mützen, oder? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine merkwürdige Mütze? Schmortopfhelm. Also ernsthaft. Nehmen wir mal die Generalsmütze, komm. Heute ein bisschen autoritärer. Was haben wir hier noch so? Naja. Nehmen wir nochmal die Jeans. Ich weiß, dadurch haben wir weniger Ausdauer. Und zur Abwechslung mal den Torhammer. Ja. Gut. Und jetzt haben wir Giggles und Duddles und Twinkles und Bubbles und Buddy-Bären-Patron. Aha. Interessant. Töte 14 Gegner, 16 Gegner, 22 Gegner. Oh Gott, wie viele haben wir denn noch vor uns? Wie viele haben wir jetzt überhaupt schon? Lass mal kurz zählen. Hier sind es 8 und hier sind es jetzt nochmal 4 dazu. Das sind 12. Ja, dann kommen wir ja bald hin. So, jetzt haben wir noch Flopsy, Silky, Giggles, Daddles, Twinkles, Beedles, Daddles, Buddles, Dördles, Beedle, Buddle, Daddle, Doodle, Beedle, Kuddle, Doodle, Doodle, Daddle, Beedle, Buddle, 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 Beedle. Oh Mann, ich komme mir so lächerlich vor. Dieser Schrumpfkopf. So, Flopsy ist nicht bewusst, wie gefährlich Pflanzen sein können. Befreie und hilf Grühel, wer auch immer das ist, ihn zu bestrafen, um ihnen das klar zu machen. Oh no! Flopsy, the senior biologist here at the resort, has adapted the shark plant to create another type of plant bear completely. He's called the Gruel. Watch out! This deadly plant bear will come and hunt you down. I think that Flopsy should discover what it's like to be hunted. Oh nein, Flopsy, der leitende Biologe hier im Resort, hat die Haipflanze mit einem Bären gekreuzt. Das Ergebnis der Gruel Pass bloß auf, dass dieses tödliche Grünzeug dich nicht erwischt. Ich finde, Flopsy sollte man an eigenem Leib erfahren, wie es ist, gejagt zu werden. Flopsy ist der führende Biologe. Ich dachte, das wäre einer der ersten Bären, den wir zu mir am Anfang hatten. Ach, wer weiß das schon, die machen Urlaub und dann arbeiten die da, als würden sie da wohnen. Flopsy's demonic creation, Gruel, is a miserable thing. I think you should make sure that Flopsy is punished at the hands of his own creation. Ja, jetzt sollen wir ihn mit seinen eigenen Pflanzen killen, wie schon das andere. Ah, scheiße, diese blöden Fallenpflanzen. Ich laufe da jedes Mal rein. Mann. Aber eins kann ich euch sagen. Ja, das ist die Sharkpflanze, die Haiblume. Die haben wir ja schon mal kennengelernt. Ups. Und wo ist jetzt diese große neue Pflanze, von der hier geredet wurde? Ich sehe nur alles das, was wir eh schon gesehen haben. Oder ist das diese komisch gelbe? Der Groove vom... Oh, oh. Zombie-Bären. Biotanische Blatt, der Blut getappt. Achso. Verdammt, ich jetzt auch. Scheiße. Mist, geh mir aus der Sonne. Der Hammer ist ja gerade sehr effektiv. Der trifft ja fast gar nicht. Wo ist denn dieser mysteriöse Ort? Ach, was weiß ich. Wobei, ein bisschen anders sieht die Stage ja jetzt aus. Naja. Wir müssen nämlich hier einen gewissen Punktenradius haben.
Ach toll, jetzt ruft irgendjemand, ein Botaniker ruft hier bei deiner Mutter an.